der Konflikt um Südossetien und auch um die andere Streitregion Abchasien, der schwert ja schon seit über 15 Jahren. Und als ich in dem Frühjahr da war, da fiel das gerade zusammen mit einer russischen Provokation, wo Putin in seinen letzten Tagen als Staatschef noch Anweisungen gegeben hat, die man nur interpretieren konnte als eine Ausdehnung russischer Souveränität auch in diese Gebiete rein. Es hat sicherlich auch georgische Provokationen gegeben. Ich habe den Eindruck, dass da Konfrontationsstrategen auf beiden Seiten ihr Süppchen gekocht haben. Und sicherlich hätte es Alternativen dazu gegeben. Die EU hat, auch gerade Deutschland, hat ja viel dafür getan, diesen Konflikt auf eine diplomatische Schiene zu bringen und sich aktiv für eine Auflockerung zu engagieren. Leider war das nicht erfolgreich. Dass jetzt Russland, nachdem von georgischer Seite eine einseitige Waffenstillstandserklärung sogar unterzeichnet worden ist, trotzdem gegen Einrichtungen auch in Georgien militärisch vorgeht, das ist allerdings etwas, das sich nicht logisch erklärt aus der bisherigen Konfliktgeschichte. Darin muss man meines Erachtens eine klare russische Aggression sehen. Es müssen als erstes die Waffen schweigen. Die georgische Seite ist dieser Forderung der EU nachgekommen, Russland noch nicht. Also muss die EU jetzt Russland sehr inständig angehen. Zweitens müssen alle Truppen zurückgezogen werden, die jetzt in der letzten Zeit in diese Gebiete hineingeführt wurden. Das schließt auch die russischen Truppen ein, die nach Südossetien einmarschiert sind oder nach Abchasien. Drittens muss man sich darauf konzentrieren, dass dieser südossetische Konflikt jetzt nicht an der abchasischen Front weitergeführt wird. Und man wird sicherlich auch von Seiten der EU vermitteln können. Ich glaube schon, dass gerade die deutsche Seite durch ihre bisherige Aktivitäten, durch ihr Engagement unter den sogenannten Freunden Georgiens, wie auch durch die intensiven deutsch-russischen Beziehungen, da einiges tun kann. Und insbesondere der Außenminister bemüht sich ja auch darum. Ich glaube, man wird auch ein Interesse daran haben, dass Europa beim Wiederaufbau in Südossetien hilft. Das ist bis jetzt nicht im Vordergrund gestanden, weil es zunächst mal einfach darum geht, dass die Waffen schweigen. Aber da ist offensichtlich ziemlich viel zerstört worden, ziemlich viele Menschen getötet worden, ziemlich viele Menschen ins Elend gestoßen worden. Auch da sollte Europa jedenfalls anbieten, dass man beim Wiederaufbau mithilft. Da gibt es ja jetzt in der NATO sehr, sehr entgegengesetzte Bewertungen im Lichte dieser aktuellen militärischen Auseinandersetzungen. Die Präsidenten Polens und der baltischen Länder haben jetzt eine Erklärung abgegeben, in der sie im Prinzip die Schuld an diesem Konflikt den Deutschen und den Franzosen zuschieben und den Ländern, die sich dagegen gewehrt haben, jetzt Georgien konkret beim NATO-Gipfel in Bukarest eine Beitrittsperspektive zu versprechen. Andererseits wird argumentiert, stellt euch vor, wir hätten Georgien diesen Mitgliedschaftsaktionsplan eingeräumt und wären jetzt in einer Beistandssituation.
Ich gehöre zu denjenigen, die diesen überhasteten Vorstoß aus Washington insbesondere und von einigen europäischen NATO-Partnern jetzt auf jeden Fall ganz kurzfristig Georgien eine Mitgliedschaftsperspektive anzubieten, von vornherein skeptisch betrachtet haben. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum Georgien dafür noch nicht bereit war. Und ich glaube nicht, dass die Situation durch die jetzigen Ereignisse einfacher geworden ist. Natürlich kann es nicht im Interesse des Westens sein, Moskau zu signalisieren, ihr könnt in Georgien, mit Georgien machen, was ihr wollt. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, da auch eine Solidarität gegenüber Georgien zum Ausdruck zu bringen. Immerhin verletzen die russischen Angriffe die georgische Souveränität und wenn jetzt sogar angeblich Herr Putin die Forderung stellt, der georgische Präsident, der erst vor kurzem wiedergewählt worden ist, müsse abtreten, dann stellt das eine Art Einmischung Russlands in die inneren Verhältnisse eines demokratischen Landes dar, die man nicht akzeptieren kann. Auf der anderen Seite sehe ich nicht, dass die NATO darauf jetzt einfach reagieren kann, indem sie sagt, no, nehmen wir euch auf. Denn ich glaube, zunächst mal muss man dafür sorgen, dass dieser lange schwerende, jetzt ausgebrochene, militärisch ausgebrochene Konflikt eingedämmt, eingehegt und wirklich auf einen diplomatischen Weg gebracht wird. Man muss auch dafür sorgen, dass die innenpolitischen Unzulänglichkeiten, die es in Georgien gibt, zum Beispiel was die Unabhängigkeit der Justiz, die Rolle des Parlaments, überhaupt die demokratische Kultur betrifft, dass die überwunden werden. Die NATO kann sich nicht in ein militärisches Abenteuer reinziehen lassen.